Hallo ihr Lieben, heute ist bei mir der 30.12. und ich möchte mein Jahr ein wenig Revue passieren lassen. Besonders im Dezember bin ich sehr happy und aufgeräumt und das sorgt dafür, dass mein Jahresrückblick jetzt zum Glück etwas positiver verläuft, als er zum Beispiel noch im November verlaufen würde. Das muss man natürlich immer berücksichtigen, dass einfach ein Rückblick, egal ob man sich das Jahr anguckt, den Monat oder die Woche, ist natürlich immer ein bisschen situationsabhängig und da ist es nicht schlimm, wenn man vielleicht ein paar Wochen später nochmal drüber nachdenkt und dann feststellt, es war doch nicht alles so schlimm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, ob ihr das Jahr direkt reflektiert, ob ihr es schriftlich reflektiert oder nur im Kopf oder ob euch das generell quasi wurscht ist. Ich finde, man kann das immer tun. Man braucht da jetzt nicht zwingend den Jahreswechsel. Ich finde es tatsächlich trotzdem ganz nett. Ich habe mir das vor ein paar Jahren angewöhnt und mir bestimmte Vorhaben zu setzen. Allerdings habe ich letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vor 2 Jahren, ich habe vor 2 Jahren schon angefangen, statt mir bestimmte Vorhaben zu setzen, wobei das habe ich trotzdem gemacht, aber ich hatte eher überlegt, welche Werte habe ich denn, vor allen Dingen, weil ich als Ethiklehrerin seit 2 Jahren das Thema Werte ein bisschen intensiver behandle mit meinen Schülern. Und Werte beeinflussen ja einfach all meine Entscheidungen. Ja, wenn ich für ein Haus spare, dann lege ich mir Geld zurück. Dann mache ich vielleicht bestimmte Anschaffungen nicht oder ich überlege dreimal, ob ich was Bestimmtes brauche. Ich mache vielleicht nicht so hohe, große Weihnachtsgeschenke oder was auch immer. Und das ist einfach spannend und ich habe mich auch so ein bisschen mit Selbsthilfebüchern beschäftigt und bin immer wieder dorthin gekommen zu sagen, okay, vielleicht brauche ich bestimmte Werte oder muss erstmal gucken, was mir gerade in diesem Lebensabschnitt wichtig ist, auf was ich mich konzentrieren möchte und habe deswegen vor 2 Jahren angefangen, mein Jahr unter bestimmte Werte zu stellen und halt darauf zu gucken, dass ich immer so ein bisschen meinen Werten entsprechend handle und dadurch sozusagen mir neue Routinen angewöhne und alte abschaffe. Und das hat extrem gut geklappt. Und dieses Jahr hatte ich noch sehr viel Spaß. Ich habe mir den, glaube ich, Ende November geholt. Da kam der auch raus. I am enough. Quasi ich bin genug von der Selbstliebe-Kalender hier unten. Es ist Nathalie Stommel. Ich folge ihr bei Instagram. Und da kann man zum Beispiel sich so ein Fokusrad machen. Meins ist noch nicht ganz fertig, weil ich das jetzt erst am 1. Januar fertig machen möchte. Aber da kann man sich zum Beispiel auch verschiedene Werte hier hinschreiben und dann halt immer ausmalen. Ich habe das halt in diesem Weihnachtssternfarben gemacht. Es gibt nur ein Feld, was sich nicht so schön ausmalen kann wie den Rest. Und das ist das Schreiben, weil ich diesen Monat nicht so viel geschrieben habe, wie ich gedacht hätte. Dafür kommen ganz andere Werte in den Vordergrund und ich habe mir quasi auch schon meins für Januar gemacht. Da habe ich, glaube ich, 2 Werte ausgetauscht und ich wollte euch das bloß zeigen, dass man sich auch quasi jeden Monat einfach bestimmte Werte vornehmen kann und dort gucken möchte, kann man die erfüllen und sollte man da sozusagen ein bisschen mehr Fokus setzen, weil ja, wir verlieren, glaube ich, manchmal ein bisschen unseren Fokus im Alltag, weil wir uns ständig ablenken lassen, ständig neue To-Dos haben und halt manchmal das aus den Augen verlieren, was uns wirklich wichtig ist. So, das als Vorrede. Ich hatte mir auf jeden Fall für 2021 so ein paar kleinere Ziele gemacht. Ich wollte bestimmte Hobbys verfolgen. Ich habe ja uns 3000 Teile-Puzzle. Das haben wir uns 2020 gekauft und dort auch gepuzzelt. Falls ihr irgendwas hört, die Katze rumort, die Amaya rumort ein bisschen. Und der Papa schimpft, die ist ja morgens ein bisschen ein Raudi. Ich wollte dieses 3000er Teile puzzeln, ist nichts geworden. Und ich wollte zum Beispiel wieder Strümpfe stricken, ist auch nichts geworden. Und ich wollte, glaube ich, 2 Aquarellbilder malen, weil ich nämlich, als ich in der Klinik war, angefangen hatte. Wann war ich in der Klinik? 2019? 2020. 2019, 2020 war ich in der Klinik. Für knapp 3 Monate, ich glaube 10 Wochen waren es oder 10,5 Wochen. Und ja, dachte ich mir, Mensch, das wäre doch super für 2021 mal wieder diese Hobbys zu verfolgen. Kann man machen. Ich bin jetzt auch nicht böse, dass ich quasi nichts davon verfolgt habe, weil ich einfach
andere Hobbys für mich entdeckt habe. Und das ist okay für das kommende Jahr. Ich drehe jetzt gleich danach noch meine Vorhaben für 2022. Ich freue mich auch schon drauf. Nehme ich mir keine Hobbys vor. Es gibt so zwei, drei Sachen, die ich in meinem Leben ändern möchte. Das kann ich mir vornehmen für das kommende Jahr. Ob ich mir alles davon erfüllen kann, weiß ich nicht. Aber ich nehme mir definitiv nicht nochmal Hobbys vor. Ich wollte, glaube ich, abnehmen. Ich weiß nicht mehr, ob 6, 10 oder 12 Kilo. Ich habe mir das Video jetzt auch nicht nochmal angeguckt. Das ist auch nicht so wichtig. Das ist so nichts geworden. Liegt halt auch daran, dass ich immer mal depressive Tiefs hatte und auch immer noch meine Essstörung. Aber ich habe im August eine Fitness-Challenge gestartet. Die hat mir geholfen. Allerdings hatte ich im Oktober, November nochmal depressives Tief und hatte im November dann meinen Gewichtshöchststand. Das war nicht so schön und ich habe sozusagen von Januar bis November insgesamt zugenommen, mehrere Kilo. Allerdings habe ich jetzt seit diesem November 4,5 Kilo abgenommen und wiege jetzt weniger als im Januar. Man kann also zumindest sagen, ich habe abgenommen, ohne jetzt bestimmte Zahlen zu nennen. Und das ist ein Anfang. Kommen wir jetzt zu den drei Werten. Da kann ich nämlich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was es auch mit dieser Abnahme zu tun hat. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ich zu schnell rede, dann tut es mir leid. Aber ich freue mich schon die ganze Zeit, diese zwei Videos zu machen. Genau, ich hatte mir drei Werte vorgenommen, nämlich Gesundheit, Kreativität und Gemütlichkeit. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren Therapie und ich bin jemand, der immer zu viel möchte. Das hat auch was mit meiner Erziehung zu tun. Meine Mutti war nie zufrieden mit mir, die hat mich immer mit anderen verglichen. Das ist auch ein Problem, an dem ich sozusagen immer noch arbeite und immer dieses, der kann das besser und so weiter und so fort. Es ist nicht schön, sich mit anderen zu vergleichen und meine Mutti hat mir das halt quasi in die Knochen, in die Zellstruktur gestempelt. Es ist nicht schön gebrannt und ja, daran arbeite ich zum Beispiel. Und ich arbeite seit Jahren daran, weniger To-Dos. Also auf der einen Seite will ich natürlich mein Leben verändern hin zu dem, was ich wirklich brauche. Das ist auch erstmal eine Selbstfindungsphase, hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Und aber zum anderen weniger von diesem ständigen Burnout, in was ich mich da reinarbeite. Und deswegen hatte ich mir gedacht, Gemütlichkeit. Das Problem ist mit den Werten, man kann sie schlecht messen. Ja, ich kann euch das jetzt weniger an bestimmten Zahlen festmachen, aber ich habe mir immer wieder, wenn ich so eine Phase hatte, vorgenommen, diese Gemütlichkeit. Und Gemütlichkeit ist bei mir vieles. Das ist weniger To-Dos, weniger Rush-Hour. Das ist aber auch mehr Achtsamkeit, mehr Hücke, mehr Slow-Living, ja, wenn man das so nennen möchte. Ja, mehr auf den Moment konzentrieren. Und das ist mir durchweg über das Jahr immer wieder gut gelungen und besonders gut jetzt im Dezember. Ich habe halt auch die Wohnung ein bisschen umgestaltet, ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was mir wirklich wichtig ist, was mir wirklich gut tun könnte. Es gibt mehr Lichter, ich habe mehr Lichterketten aufgehängt, zum Beispiel auf dem Balkon. Und wir haben da auch richtig so eine Routine reingemacht, ne? Dass wir morgens, wenn es halt noch dunkel drauf ist, erstmal diese, wir haben auch einen falschen Weihnachtsbaum haben wir uns dieses Jahr gekauft, den wir halt immer wieder verwenden können. Und der steht halt auf dem Balkon, den mussten wir abräumen. Der Balkon ist komplett leer, weil sie bei uns die Hinterfassade gemacht haben. Haben auch lange gebraucht. Wir haben das ganze Jahr keine Blumengästen gehabt. Und das war alles nicht so schön. Und da steht jetzt halt dieser Weihnachtsbaum. Und da habe ich drumherum diese Lichterkette gemacht. Und dann halt noch ums Geländer drumherum. Und morgens ist das einfach so ein wunderbar warmes Licht. Dann machen wir das aus. Abends machen wir das immer an. Und das ist einfach so schön, dort raus zu gucken. Und also einfach Licht hat dieses Jahr bei mir auch eine extrem große Rolle gespielt und was das auch für einen Unterschied machen kann, auch mit dem Gemüt. Ich habe mir dieses Jahr, das kann ich euch vielleicht noch reinschneiden, ich hatte das ja für einen Blog aufgenommen, auch Sachen gegönnt, die ich mir sonst nicht gegönnt hatte. Zum Beispiel von diesem Villeroy und Boch haben wir uns ein kleines Servie gekauft. Und kann ich euch auch in der Infobox verlinken, falls euch das interessiert. Warm Angebot, jetzt kostet es, glaube ich, mittlerweile 20 Euro mehr und haben das auch ein bisschen mehr zelebriert, so diese kleinen
Dinge des Lebens, ja, und da halt auch diese Achtsamkeit, ne, dieses Sehen, dieses Hingucken, sich Zeit nehmen und ja, aber auch mich dazu zwingen, abends mal Feierabend zu machen und nicht zu sagen, du könntest jetzt eigentlich noch ein Video schneiden. Nein, wenn ich jetzt Bock habe, 2 Stunden YouTube zu gucken oder mit den Katzen zu schmusen, dann mache ich das halt. Und das war mir sehr wichtig und ich fand, das ist mir auf jeden Fall sehr gut gelungen und das habe ich sehr genossen, sozusagen das Jahr ein bisschen mehr unter diesen Wert zu stellen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch dieses Jahr gut gelernt und das ist ein Wert, den ich nicht mit ins nächste Jahr nehmen werde. Der zweite Wert war Kreativität und da ist auch wieder die Frage, was kann man sich darunter vorstellen? Und der Punkt ist einfach, ich hätte niemals im Leben, warte, ich muss mal meine Beinchen ausstrecken, ich hätte niemals im Leben gedacht, was für ein kreativer Mensch eigentlich in mir steckt, eben weil ich immer so viele oktroyierte Werte Vorstellungen von anderen hatte in meiner Kindheit. Ich war ja irgendwie immer falsch. Ich habe mich immer gefühlt wie ein Alien. Und was ich aber eigentlich mehr gebraucht hätte, ist, wenn mich mal jemand so sieht, wie ich bin. Und ich glaube, da wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch aus mir geworden, als wenn ich immer irgendwie versucht hätte, ja, mich zu verbiegen oder zu sein, wie andere mich möchten. Wobei, eigentlich habe ich gar nicht so stark versucht zu sein, wie andere mich möchten, sondern ich hatte entweder immer ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht genügend war, oder ich bin trotzig geworden. Also ich bin eher so ein Anti-Mensch. Ne? Es gibt ja dann Leute, die sich sehr stark formen lassen. Ich habe mich quasi versucht, nicht formen zu lassen, bin dadurch aber noch wilder geworden, noch wütender, noch störrischer. Und das war dann halt auch wieder schlecht. Das ist ja alles schlecht bewertet worden. So, und dieses Jahr habe ich mich sehr, sehr bemüht, mich nach und nach von Vorstellungen zu befreien, die mir irgendwer mal in den Kopf gesetzt hat und auch zum Beispiel im Studium, wir hatten eine perfekte Lehrerin zu sein und so weiter und so fort. Und ich hatte immer im Ref und das hat jetzt nur teilweise was mit Kreativität zu tun, aber ja doch, wobei als Lehrerin muss man auch kreativ sein, ne? Und immer dieses so hat eine Lehrerin zu sein. Und ich hatte dann immer ein schlechtes Gewissen im Referendariat oder in meinem Lehrerberuf, weil ich immer dachte, so muss die Lehrerin sein, die ich sie mir vorstelle, die mir gesagt wurde, wie sie sein soll. Und da hatte ich halt auch wieder das Gefühl, nie zu passen. So, und dieses Jahr habe ich versucht, einfach da so ein bisschen mal loszulassen und einfach versuchen herauszufinden, wer bin ich tatsächlich und was möchte ich wirklich tun und was habe ich für ein Bild von mir. Das ist der eine Teil, den ich mit Kreativität meine. Und der andere Teil ist wirklich kreative Hobbys. Zum Beispiel das Schreiben, da ging es dann auch wieder los, ne? Dass ich mich einfach so von ein paar Vorstellungen befreien musste oder so von Außenbildern. Ne? Und ja, was bin ich denn für eine Schriftstellerin? Auf welche Bücher habe ich wirklich Bock? Und ist es okay, wenn ich in 10 verschiedenen Genres schreibe? Und dann mache ich halt noch ein paar Pseudonyme auf. Und oder ich dachte mir, ja, der erste Entwurf muss sitzen und du bewirbst dich dann bei deiner Wunschagentur und hast das alles ordentlich korrigiert und ordentlich recherchiert und bewirbst dich und der Schuss muss sitzen, die Agentur ist es dann irgendwie. Und ja, und jetzt habe ich zum Beispiel mittlerweile auch gelernt, es ist so okay, wenn mich erstmal keine Agentur nimmt. Und da verfolge ich halt jetzt meine Self-Publishing-Projekte. Und da dachte ich auch wieder, naja gut, in dem Genre kannst du jetzt nicht schreiben. Du bist Lehrerin. Nee, da mache ich halt ein geschlossenes Pseudonym und dann ist auch okay. Ja, auch das meine ich mit Kreativität, aber auch alles andere, wie ich so mein Tagesablauf gestalte und so. Ne? Also alles in diese Richtung. Es geht eigentlich so ein bisschen auch in Richtung Freiheit, ne? Mir einfach überhaupt mehr Raum zu lassen, kreativ zu sein, aber auch mein eigenes Leben zu führen. Und ich denke mal, meine Lebensführung ist wahrscheinlich ein bisschen anders als von anderen Menschen. Also ich meine, es sind viele Menschen unterschiedlich, aber manche haben ja wirklich diesen klassischen Lebensentwurf. Ne? Die machen Ausbildung und üben den Beruf aus oder studieren und üben den Beruf aus, heiraten, bekommen Kinder, das klassische Bild, was man so hat. Und davon abgesehen, mit den Kindern funktioniert bei mir aus biologischen Gründen irgendwie nicht. Aber ja, dass ich mich auch davon verabschieden musste, weil ich ja, den Beruf als Lehrerin eines Tages nicht mehr
ausüben werde und ich schreiben möchte und ich mich selbstständig machen möchte und dass das halt nichts mehr mit meinem Studium zu tun hat und dass quasi auch meine Wohnung keine Bilderbuchwohnung aus IKEA ist, sondern dass wir Sachen selber bauen und dass es halt teilweise auch verrückt aussieht, aber für uns halt funktional ist und so weiter und so fort. Ne? Also all das gehört für mich zur Kreativität. Ich weiß, es ist ein großer Punkt, kann man halt auch nicht so richtig abrechnen, aber mir hat es sehr gut getan, da einfach so ein bisschen loszulassen und mir halt auch das zu erlauben, mich ein Stück weit zu befreien aus irgendwelchen Konventionen und Vorstellungen, die von außen kommen. Oder Vorstellungen, die ich im Inneren habe, die aber auch vom Außen kommen. Bestes Beispiel ist, ich habe irgendwann, was war denn das? Das ist schon ein paar Monate her. Ich habe dann mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ich hatte einen richtig fetten Stapel zu korrigieren. So, und ich habe immer viel am Wochenende korrigiert, weil unter der Woche bin ich halt auch tot und so weiter und so fort. Und ich hatte halt auch Bock. Ich hatte gerade wieder eine neue Phase, WoW, und wollte WoW zocken. Und das ist ja auch Wochenende, aber ich hatte halt auch diesen Stapel zu korrigieren. Und dann dachte ich mir, pass auf, du korrigierst jetzt 20 Minuten und dann spielst du 20 Minuten und dann korrigierst du 20 Minuten. Das hat echt wunderbar geklappt. Vor allen Dingen, da man World of Warcraft ja immer dort speichern kann, wo man gerade ist. Man braucht da keinen Speicherpunkt, man muss nicht irgendein Level geschafft haben, sondern das speichert es dort, wo man gerade steht. Und ich habe quasi den ganzen Tag damit verbracht. Das war total schön. Ich habe wahnsinnig viel wegkorrigiert. Ich habe quasi auch insgesamt stundenlang gearbeitet. Ich habe auch insgesamt stundenlang WoW gespielt und ich hatte nicht das Gefühl, mit diesem Hobby zu kurz zu kommen. Ja, und das fand ich eigentlich total schön, aber so im Nachgang hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, weil das nicht dem Bild entspricht, was ich von einer Lehrerin habe. Eine Lehrerin sitzt frisch geputzt am Samstag vor ihrem Schreibtisch, Kaffee daneben, ja, und korrigiert ganz fleißig und ordentlich. Und das bin ich halt nicht so. Und Das muss ich mir halt einfach geben und gönnen. Und da bin ich halt eine Lehrerin, die nebenbei YouTube macht, die nebenbei Bücher schreibt, die die viel liest, die über Bücher quatscht, die gerne WoW zockt oder was habe ich mir letztens geholt? Endlich Horizon für einen PC. Ich habe ewig gewartet, bis das mal halbwegs günstig war. Ich bin niemand, der Lust hat, 60 Euro für ein Spiel auszugeben. Ich warte dann irgendwie, bis es mal für 20 Euro oder für 10 Euro, je nachdem. Es war jetzt im Steam Sale und da habe ich mir Horizon gekauft letzten Monat und da habe ich halt ein paar Tage Horizon gezockt, immer wenn ich Zeit hatte. Und dann ist das halt so. Ja, dann bin ich halt nicht die artige Lehrerin, die immer aussieht wie aus dem Ei gepellt und die artig an ihrem Schreibtisch sitzt und stundenlang korrigiert, dann ist das halt so. Damit muss ich mich abfinden. Und das gehört alles für mich unter diesem Punkt Kreativität. Und auch damit bin ich sehr zufrieden, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den Punkt Gesundheit. Den kann man theoretisch abrechnen, wenn man ihn jetzt, sagen wir mal, am Gewicht festmacht. Aber das Gewicht ist nur ein kleiner Punkt aus diesem großen Topf. Ihr habt ja schon bei meinen letzten zwei Werten gesehen, dass das insgesamt größere Töpfe sind und zur Gesundheit gehört für mich halt sowohl geistige als auch körperliche Gesundheit. Und zur geistigen Gesundheit habe ich ja quasi schon ein bisschen was gesagt, weil ich schon das Gefühl hatte, ich bin achtsamer geworden. Ich habe versucht, nicht wieder ins Burnout zu fallen. Ich habe weiterhin Therapie gemacht. Ich habe versucht herauszufinden, wer ich bin, welche Werte ich brauche, wo es hingehen soll. Das hat mir oft sehr gut getan. Ich hatte trotzdem mehrmals dieses Jahr depressive Einbrüche, depressive Tiefs, wie auch immer man das nennen möchte. Das kann mal einen Tag gehen, dann ist es okay. Das kann mal eine Woche gehen, das kann sich auch ein bisschen länger ziehen. Und das zieht mich dann auch runter, weil ich manchmal auch Angst habe. Wenn ich einen schlechten Tag habe, habe ich Angst, dass ich wieder so tief falle. Weil ich fühle mich dann halt auch wie fremdgesteuert. Also diese Depression ist was, das wünsche ich halt niemanden und ich wünsche es auch mir nicht. Aber ich muss damit, denke ich mal, noch eine Ecke leben, bis ich so weit bin, dass es vielleicht gar nicht mehr auftaucht oder nur noch sehr selten. Und ein Punkt davon ist aber halt auch die Gesundheit, beziehungsweise die Depression hängt auch an der Gesundheit
dran und andersrum. Ich bin als Kind vernachlässigt worden und ich war halt auch sehr viel unglücklich dafür, dass ich deswegen, weil ich halt nicht so war, wie ich hätte sein sollen. Und mein bester Freund war damals das Essen. Und es ist bis heute so, wenn ich mich nicht gut fühle, dann esse ich. Wenn ich also eine längere depressive Phase habe, nehme ich zu. So hängt das halt auch zusammen, dass ich im Oktober, November, als es mir nicht gut ging, wieder zugenommen habe. Das ist nicht schön. Und mein Gewicht sorgt auch dafür, dass ich bestimmte Dinge nicht tun kann. Ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch. Ich möchte meinen Garten umgraben. Ich möchte die Welt erforschen, also zu Fuß. Ne? Nicht im Sinne von, dass ich irgendwo hinfliege oder so. Ja, ich möchte wandern gehen. Ich möchte bestimmte Sportarten machen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie vielleicht mal tun kann oder dass ich daran Spaß hätte. Und 50 Kilo Übergewicht sind etwas, was mich aufhält, was mich auch in gewisser Weise in meinem Körper gefangen hält. Nach einem zweistündigen Spaziergang habe ich so dolle Rückenschmerzen, dass ich denke, mein Rücken geht kaputt und zerbricht mitten in der Mitte, ja. Und ich habe überall am Körper Verspannungen, natürlich auch, weil ich Albträume habe und weil ich oft verspannt bin. Das hängt halt, also Körper und Geist hängen bei mir extrem zusammen. Ich glaube, es hängt bei den meisten Menschen zusammen. Aber mir ist es Stück für Stück immer mehr bewusst geworden und deswegen ist halt auch die Gemütlichkeit wichtig, dass ich mir mehr Pausen gönne, ja, und dass ich merke, wenn ich halt stundenlang am Schreibtisch sitze und mir kalt ist, dass ich da auch mal aufstehen darf und mir eine Decke holen darf, obwohl ich noch nicht mit meiner Aufgabe fertig bin. Das war ja vor ein paar Jahren noch so. Nein, du kannst jetzt nicht pullern gehen, du machst jetzt diese Stundenvorbereitung zu Ende. So. Oh, wartet, ich brauche jetzt ist der Akku doch runtergelutscht. So, also ich habe da schon viele Sachen gelernt, aber ich bin auch noch dabei, weitere Sachen zu lernen und ich muss halt auch an meinem Kopf arbeiten, wenn ich körperlich abnehmen möchte und wenn ich mir aber auch den Wunsch erfüllen möchte, wieder aktiver werden zu können, weil man schleppt ja diese 50 Kilo trotzdem mit sich rum. Ja, und ich denke, ich bin dann halt auch müder und träger am Abend, als ich es wäre, wenn ich 30 Kilo weniger wiege. Ich glaube, das kann man sich ganz gut ausrechnen. Und so, das erstmal, um diesen Topf zu zeigen. Ich habe geistig auf jeden Fall gut gearbeitet. Ich bin auch relativ stolz auf mich, wie ich das Jahr gemeistert habe, obwohl ich zum Beispiel im Oktober und November insgesamt in Summe 5,5 Wochen krankgeschrieben war. Ich hätte nicht gedacht, dass es kommt. Ich habe extra 70% beantragt seit dem 1. August, jetzt bis zum 31. Juli. Gehe ich 70% und ich hätte eigentlich gedacht, dass es nicht wieder so schlimm wird, aber es ist so schlimm geworden. Das bestärkt mich halt in dem Vorhaben, langfristig den Lehrerjob aufzugeben, weil ich hasse es, morgens in der Schule anzurufen und zu sagen, ich kann heute nicht. Dann fällt der Unterricht aus, mir fehlen die Noten, andere Kollegen müssen meine Stunden halten oder was weiß ich. Dieses ganze System gefällt mir nicht und ich muss, wie gesagt, damit rechnen, dass diese depressiven Episoden die nächsten Jahre immer noch kommen werden und dass ich dann trotzdem immer wieder nicht fit sein werde für die Schule. Und das ist eigentlich nicht der Anspruch, den ich an mich selbst und an meinen Berufen und an meiner Arbeit habe. Und wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, aber insgesamt bin ich relativ froh. Ich habe zumindest viel gelernt, darüber bin ich glücklich. Ich bin nicht so glücklich darüber, dass ich jetzt im ersten Halbjahr, also jetzt in der zweiten Jahreshälfte nochmal so lang ausgefallen bin. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich halt die Stunden reduziert habe. Aber wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir halt schlecht. So, gesundheitlich bin ich zumindest sehr happy jetzt mit dem Dezember. Ich habe im August eine Fitness-Challenge gestartet. Die hat mir sehr gut getan. Da habe ich, glaube ich, 1,5 Monate nahezu jeden Tag Sport gemacht. Oder war zumindest spazieren. Das war super. Dann kam die kriselige Zeit. Aber jetzt im Dezember habe ich wieder angefangen. Unter anderem habe ich es hier. Oh, verdammt. Das liegt jetzt drüben. Ich nerve euch zurzeit mit einer Videoreihe, die heißt Dungeons and Workouts. Das ist ein Buch. Es ist wie eine Fantasy-Geschichte, ein Abenteuer, was man spielt. Aber anstatt zum Beispiel zu würfeln oder irgendwie anders seine Kräfte zu messen, muss man Sport machen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt im Dezember. Ich bin immer noch dabei. Ich werde ewig brauchen, um dieses Buch durchzuspielen, weil man da wirklich viel von hat. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Bombending. Und ich bin sehr froh, dass ich das gefunden habe und quasi auch
im richtigen Moment so ein bisschen. Ja, und dann hatte ich parallel noch Physio und dann musste ich sowieso mal die Physioübung machen. Und wenn ich meine Sportklamotten anhatte, da habe ich halt gleich noch die Erwärmung gemacht, dann habe ich Physio gemacht, dann habe ich Dungeons and Workouts gemacht. Mittlerweile mache ich fast jeden Tag 37 Minuten, wie heißt das, Low Intensity Home Workout, ach irgendwie sowas. Das ist, ich habe gut zu tun. Ich habe einen durchschnittlichen Puls von 100, weiß ich gar nicht, so zwischen 110 und 125 und bringt mich gut auf Touren. Und dann mache ich halt, wie gesagt, noch die Physio und dieses Dungeons and Workouts. Dungeons and Workouts ist aus meiner Perspektive High Intensity Intervall Training oder High Intervall Intensity, na HIIT auf jeden Fall. Ja, mit Hampelmännern und Crunches und Kniebeugen und sonstigen lustigen Sachen, die in diesem Buch noch auf mich warten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt Tage, da muss ich mich dazu zwingen. Da habe ich keine Motivation. Aber dann sage ich mir, du machst es trotzdem. Und ich habe mittlerweile eine geile Routine, auch über Weihnachten. Und ich mache jetzt seit knapp zweieinhalb Wochen Weight Watchers. Und ich habe da jetzt schon 2 Kilo abgenommen, trotz Weihnachten. So. Und dementsprechend kann ich jetzt zum Jahresende sagen, dass auch der Bereich körperliche Gesundheit aktuell ganz gut läuft. Die Rückenschmerzen sind trotzdem da. Ich habe tagtäglich Rückenschmerzen. Auf meinem Rücken lastet zu viel Gewicht, beziehungsweise der muss zu viel tragen. Das Gewicht ist ja auch vorne dran, am Bauch. Ich arbeite dran. So, und dementsprechend kann ich sagen, an dieser Stelle, das Jahr ist gut gelaufen. Ich habe dieses Jahr ein Buch zu Ende geschrieben. Ich habe insgesamt letztes Jahr und dieses Jahr zusammen 3 Bücher geschrieben, 2 Kinderbücher und ein Liebesroman. Ich habe dieses Jahr mich bei 3 Agenturen beworben. Keine davon hat sich gemeldet. Wir arbeiten dran. Ich habe beschlossen, es als Self-Publisherin zu versuchen und mittlerweile 3 Geschichten angefangen für 2 unterschiedliche Pseudonyme. Ich gucke mal im Laufe des Jahres, ich versuche mir da nicht zu viel Druck zu machen, welches von beiden Pseudonymen ich veröffentliche, ob ich im Laufe des kommenden Jahres beide veröffentlichen kann. Ich weiß es noch nicht, ich sammle erstmal ein bisschen. Also ich habe jetzt keinen Bock, wenn die erste Geschichte fertig ist, da bei Amazon das Ding rauszuhauen und dann kommt irgendwie 5 Monate lang nichts. Also wenn, dann plane ich das schon so, dass ich einen gewissen, ich sag mal, Veröffentlichungsplan im Kopf verfolge und schaue erstmal, dass ich den so ein bisschen, ja, verwirklichen kann. Das ist mein Ziel. Ganz entspannt, ich gehe an diese Autorensache aktuell wesentlich entspannter ran als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich noch so ein bisschen Panik. Oh, du machst ab August nur noch 70%. Du musst irgendwie gucken, dass du das querfinanzierst. Ich stelle jetzt im Januar einen Antrag auf 60%, weil ich ab 1. August nur noch 60% gehen möchte. Ich habe funktioniert mit 70%. Ich habe gesehen, mit 70% kann ich mein Leben bestreiten. Ein bisschen was kann ich mit YouTube querfinanzieren und Gemach. Und dann gucken wir mal, wann das mit diesen Geschichten was wird. Ganz entspannt. Ich bewerbe mich demnächst im Januar bei der nächsten Agentur. Es wird alles gut. Ich hab die Ruhe weg und ich glaube, das ist ganz gut. Genau. So, ich glaube, das war's. Es sind jetzt auch immerhin unter 30 Minuten. Ich habe es in unter 30 Minuten geschafft. Ich habe schon geahnt, dass es sehr lang wird. Ansonsten, was ich noch sagen kann, ich habe ja dieses Jahr extrem viel das hier gemacht. Ich habe 6 Adventskalender hochgeladen. Es haben viele sehr viel Spaß darin gehabt und das hat mich wieder bestärkt. Das war ja letztes Jahr einfach nur so ein Versuch. Mal gucken, ob die Leute Bock darauf haben, und ich hatte Lust darauf und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, obwohl es manche Kalender gab, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Aber es ist einfach schön, wenn das funktioniert, und so stelle ich mir das halt auch mit den Büchern vor, ne? Ich habe Bock auf bestimmte Geschichten, ich schreibe sie, kann andere damit unterhalten, die Geld dafür ausgeben, diese Geschichten zu kaufen, weswegen ich wieder mehr Zeit habe, weil ich es mir leisten kann, mehr Geschichten zu schreiben, und so stelle ich mir eigentlich meinen Job vor. So, das war mein Wort zum Sonntag, falls ich euch das am Sonntag hochlade. Ich weiß es noch nicht.
So. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Jahr 2021. Ich drücke alle Daumen, die ich habe für Jahr 2022. Verratet mir gerne, was ihr so vorhabt. Oder im nächsten Video, ich drehe nämlich jetzt noch gleich, wie ich mir mein Jahr 2022 vorstelle. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin. Tschüss.